Zusammen mit Nadine Wochner machen wir uns auf eine Zeitreise durch 30 Jahre Caravanbau, denn die Metamorphose hat natürlich bei euch nicht aufgehört. Ihr habt alles entwickelt, aber plus minus haben sich eigentlich die Formen und Strukturen nicht so stark entwickelt. Schuster bleibt bei deinem Leisten. Alkoven, habt ihr Alkovenmodelle ausschließlich? Nein, tatsächlich nicht ausschließlich. Wir haben auch teilintegrierte eben mit hinten Schlafmöglichkeit. Allerdings hier keine auf der Messe ausgestellt. Ja, du kennst dich richtig gut aus. Mit dir habe ich gerade ein Video gedreht. Wir haben den Kleinen gedreht. Der ist hier. Der steht da. Gibt es ein eigenes Video zu. Guckt euch das an. Mujaro 2 470 ABGS. Und das hier ist der Mujaro 2 länger. Wie heißt der? 570 ABG. Der ist länger. Genau, der ist 1 Meter länger. Der hat eine Länge von 8,40 Meter. Was wiegt denn der? Der hier wiegt jetzt, glaube ich, bei knapp 4,5, glaube ich, ist er. Aber der ist Vollausstattung. 4,5, Tonne Zuladung? Genau, richtig. Eine Tonne, ist ja sensationell. Ist das ein Allrad? Das ist kein Allrad. Aber kann man leicht erkennen, du weißt woran? An den Blinkern. An den Blinkern. Die hat nämlich Originalblinker und die Allradfahrzeuge haben hier einen Blinker. Richtig. Muss man auch sagen. Also ihr baut auch viele Hecktriebler, denn als Schlechtwegefahrzeug hast du natürlich den Vorteil, dass der Antrieb auf der Hinterachse liegt und dadurch hast du die Traktion. Richtig. Also Allrad wird immer beliebter tatsächlich bei den Kunden, aber beim großen Fahrzeug, beim 570er eben nicht möglich, da wir hier eine Radstandsverlängerung tatsächlich zwischendrin haben und dann der Allrad nicht mehr möglich ist. Gut, aber 570 bedeutet, ich habe noch mal mehr Raum. Der andere, der 7 Meter, so ist er 7,40 Meter, der ist eh schon groß und der hier ist mit 8,40 Meter auch eine Geschichte. Du kaufst ja manchmal auch mit mehr Platz nicht mehr Freiheit, weil du bist mit dem Kleineren natürlich agiler unterwegs, wendiger, aber das hier erfüllt wahrscheinlich auch den Wunsch, wenn mehrere Leute unterwegs sind. Das heißt, wie viele Schlafplätze hast du denn hier? Prinzipiell auch 2 feste und 2 wieder hinten in der Sitzgruppe. Es ist trotzdem ein 2-Personen-Fahrzeug, aber ich sage jetzt mal für die Leute geeignet, die wirklich lang mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Das heißt Stauraumschränke? Genau, also mehr. Ja. Gucken wir uns gleich mal an, dass wir das sehen. Ja, vielleicht noch ein paar Basics, die ich gelernt habe über euch. Alles sind GFK-Teile, hier sogar ein GFK-Monocoque im Alkoven, komplett aus einem Guss. Ihr verklebt flächenbündig, überlappend. Das kann man hier schön sehen, das ist das gleiche System. Alles ist flächenbündig, großflächig, überlappend verklebt. Richtig, also es ist alles miteinander eben überlappend. Oben sieht man es, es ist überlappend. Wir haben hier nichts, was irgendwie undicht werden könnte am Fahrzeug. Muss man einmal im Jahr kommen bei euch? Nein, alle 2 Jahre oder 20.000 Kilometer. Ja, das finde ich auch wichtig, denn jedes Jahr zu euch am Bodensee zu kommen, so lieb habe ich dich dann auch nicht. Und dann, ja, es gibt ja Leute, die kommen von weiter weg. Und die meisten kommen tatsächlich nicht aus unserer Region unten, sondern wirklich von weiter weg. Aber es ist eine schöne Urlaubsregion, da fährt man auch mal gerne hin, oder? Oder die meisten verbringen ein paar Tage bei uns unten. Wo kommt ihr her? Vom Bodensee aus Markdorf. Wie war das Unwetter? So wie ich es mitgekriegt habe, eine Katastrophe. Lindau, du warst nicht da? Ich war nicht da, aber Lindau Campingplatz wurde wohl evakuiert. Ja, es war der Campingplatz, wie hieß der nochmal, der Parkcamping war es, genau. Ich musste da ein bisschen googeln, weil ich dachte, es wäre schon der andere, der oben ist. Aber es ist eine schöne Region, passiert halt mal. So ist es. Wenn großer Hagel kommt, würden die Fenster kaputt gehen, aber das Dach nicht. Richtig, genau. Also das Erste, was kaputt geht, sind die Fenster. Wir hatten ein Fahrzeug mit Hagelschaden, das sah vorne rum vom Sprinter katastrophal aus, aber Kabine, nichts. Nichts? Nichts. So, und das ist ganz wichtig. Das heißt, also Fenster können kaputt gehen. Wir filmen heute Abend einen Concorde Morello. Mhm. Großer Hagelschaden in Italien. Mhm. Wird heute Abend gefilmt. 140.000 Euro Schaden. Boah, das ist eine Menge, sage ich mal. Liegt natürlich auch daran, dass da ganz viel aus Aluminium ist. Und die Seitenwände aus Aluminium, ihr habt euch komplett für GFK entschieden. Das Finish ist denn nicht ganz so glatt. Das kann man hier sehen. Du kannst dich zwar spiegeln, aber es ist ein bisschen, aber ganz ehrlich, da kommt man drüber weg, oder? Kommt man drüber weg. Außerdem, wenn man von Hoss gerade Keramikversiegelung nimmt, dann stehen die Autos wirklich top da. Sehr schön. So, das hier sind Aufkleber oder das ist hier lackiert? Das sind Aufkleber. Aufkleber. Schick. So, auch die Stoßstange, die ist wahrscheinlich die gleiche, auch beim Kollegen, ist ein GFK-Formteil aus einem Guss. Es ist aus einem Guss. Und da kann, wenn du da mal anstößt, das kannst du schleifen, spachteln, lackieren. Genau, prinzipiell kann der Kunde in jede Lackiererei gehen, Bootswerkstatt gehen, die können das reparieren. Bei Schürzenteilen ist tendenziell so, die werden eher mal angefahren vom Kunde, sage ich jetzt mal. Die können 1:1 einfach ausgetauscht werden.
Ja, wir gehen gleich mal rein. Schaut euch bitte das andere Video an. Da haben wir ganz, ganz viele Details gezeigt, unter anderem in den Stauraumklappen. Ihr habt überall Stauraumklappen mit drin. Wir machen mal vielleicht mal eine auf. Ja. Und schauen das mal rein. Ihr habt euch für eine doppelte Dichtung entschieden. Das heißt, ihr könnt also die Ausschnitte wiederverwenden. Schickt Richtig. Die denn ein und habt einen Partner, der macht denn diese doppelten Türen hier rein. Und da sieht man, hier kann man ein bisschen, hier kannst du durchladen. Genau, hier beim Großen haben wir jetzt eben die Möglichkeit durchzuladen, gerade lange Gegenstände. Man kommt sowohl von hier außen von den Stauraumklappen hin, als auch eben oben vom doppelten Boden. Ihr habt eine eigene Trenntoilette, die mich ziemlich fasziniert. Denn ihr habt einen festen Urintank entwickelt mit Geruchsverschluss, genau. Plus eine Tüte, die sehr leicht zu bedienen ist, ja. Mit Streu. Und das Ganze mit einer Absaugung, die riecht überhaupt nicht. Nee, die riecht überhaupt gar nicht. Ich glaube, die Kunden würden das alle bestätigen von uns. So, und die Kunden bestellen die alle? Die bestellen die alle, komplett. Damit hast du eine maximale Autarkie. Ihr habt sogar ein Kugelventil, mit dem der Auslass anschließend bedient wird. 286.000 Euro, wie hier steht. Und 703,93 € Lieferzeit, circa 1 bis 2 Jahre? 1,5 bis 2 Jahre. Ja, so ist es da. 8,39 Meter und Gesamthöhe sind 3,25 Meter. Das geht ja noch. Sind die Aufbauten dabei? Die Aufbauten sind dabei. So, Allrad geht bei dem nicht, aber beim Schwestermodell würde gehen. So viel habe ich schon gelernt. Und ja, das Ganze darf man nicht vergleichen mit Massenbau. Ihr habt nichts damit zu tun. Nein. Ihr habt nämlich einen kompletten Boden, wo es auch mal nass werden könnte, wenn irgendwas passieren würde. Warum auch immer, wenn man das schnell genug rauskriegt, das Wasser, dann passiert auch nichts. Es passiert gar nichts, nein. Bei uns ist der gesamte Boden aus GFK, Sandwich-Bauweise. Grundsitzgruppe wieder. Grundsitzgruppe. Sieht man sehr, sehr schön an diesem Ausschnitt, der da ist. Da sind mehrere, das sind die Tanks, die Befüllung hier? Genau, weil wir hier unten drunter eben den Frischwassertank sitzen haben. Auch hier sieht man es wieder eben, die ganzen Heizschleifen, die im ganzen Fahrzeug einmal ringsrum angebracht sind. Alte Fußbodenheizung? Ja. Also beziehungsweise alte Warmwasserheizung. In dem Fall haben wir ja den kompletten Fußboden beheizt durch die Konvektoren, die drin sind. Und du sagst, das langt, glaube ich dir sogar. Ihr habt eine mega Isolierung mit drauf, hier Riffelblech, 3 Gurtplätze hier, 4... Also nein. Es 3, sind 2. 2 Sitzplätze zusätzlich sind es hier, genau wie im anderen Fahrzeug auch. Es sind die Gurtspeitschen, die nach oben gezogen werden. Weil 2 Stück, die werden dann verbunden. Genau. Beckengurt oder was sind das? Ne, ganz normal 3 Punkt. Stehen nämlich zur Fahrtrichtung. Ja, viele haben ja dann auch Beckengurte gegen die Fahrtrichtung. Genau. Das ist vielen sehr unangenehm, die wollen zur Fahrtrichtung fahren. Ja. Cool. So, der ist zugebaut, deswegen haben wir euch das Heck gezeigt von dem anderen, der da ist. Aber wir sind auf der Abenteuerarbeit, hätte ich fast gesagt. Nee, wir sind auf dem Caravan-Salon 2023. Ja, wie lange habt ihr aufgebaut? Wie viele Tage? Darf man fast nicht sagen. Eigentlich waren wir in einem Tag durch tatsächlich. Aber es war eine gute Vorbereitung, muss man dazu sagen. Ja, hier zählt jeder Quadratmeter, kostet Geld. Ja. Deswegen habt ihr sie auch so reingefahren. Man könnte sie auch freier stellen, da wäre der Stand wahrscheinlich doppelt so groß, oder? Wenn wir ihn kriegen würden, tatsächlich sind wir hier eingeschränkt worden. Wir haben keinen größeren Stand gekriegt. Dafür habt ihr mich. Ja. So, dann zeige ich das Ganze mal. Stoßstange habt ihr jetzt original in schwarz. Kann man darüber mit euch sprechen, wenn einer sagt, hätte ich gerne weiß lackiert? Klar, selbstverständlich. So für die Optik. Alus wird schwierig wegen der Tonnage? Genau. Wegen der Doppel? Nicht. Geht nicht. Gut, wir gucken mal rein. Aber da kann man auch mal pragmatisch sein. Wir sind drin, wir haben eine Hubstützenanlage von E&P. Richtig, auch hier wieder verbaut. So, und das bestellen auch viele, oder? Fast alle, ja. Fast alle. Hier sieht man sehr schön diesen Doppelboden. Das heißt, die Konvektion ist überall da. Es kann keine Staunässe entstehen. Nein, es kann keine Staunässe entstehen. Schaut euch das andere Video an. Da sind wir noch mehr ins Detail, was das Fahrzeug gegangen ist, aufgebaut. Und da, das ist natürlich jetzt Liner-Maß. Also wenn ich jetzt hier sehe, die Breite hier 2,35? Genau, 2,33. 2,33. Aber ihr habt es gut gemacht. Dadurch, dass die Schränke natürlich nicht unten aufbauen, hast du ein irre Raumgefühl. Ja, genau. Also ich glaube, hier sieht man das nochmal vom Raumgefühl her zum Gegenpart von vorher, dass hier einfach der Raum von der Sitzgruppe doch nochmal größer geworden ist. So, ich brauche mal ein Startbild. Geh mal bitte rein. Stell dich vor den Tisch, umdrehen. Genau, bitte mal schön lächeln und die Arme, vielleicht einen Arm auf den Tisch. Das wird das Startfoto, den anderen hier oben auf die Ablage. Sehr schön, jetzt einmal voll lächeln. Ja, das ist Nadine Wochner. Ich glaube, das wird unser Klickfoto für den Beginn. Denn das hier ist ja schon fast Luxus für euch. Leder, ganz lange Sitzbänke. Der Meter ist gut angelegt. Wohl war, sowohl hier in der Sitzgruppe als auch vorne im Badezimmer. So, Soundsystem, was habt ihr hier drin?
Von Auna machen wir selber tatsächlich. Einfach so vom Klang her wollen wir gucken, dass es einfach sowohl über den Fernseher als auch über das Radio oder Handy zu steuern ist. So, auch der ist höhenverstellbar. Das heißt, hier kann ich eine große Liegewiese machen, wenn ich das möchte. Aber ich kann auch einfach so mich drauflezen. Geh mal bitte in die Ecke. Genau, also wir haben auch hier Schenkellänge 2 Meter. Sowohl hier rum als auch hinten. 2 Meter? Ja. Weißt du, ich könnte hier den Mittagsschlaf könnte ich einfach so machen. Ja. Kann ich die Polster wegnehmen eigentlich hier? Die Polster kann man wegnehmen. Zeig mal bitte, wie geht das? Das ist hinten mit Klett befestigt. Das ist ja genial. Das heißt, ich kann die wegnehmen, dann habe ich, da kann ich auch komplett drauf schlafen, wenn genau. ich will, oder? Genau. Mach eine Decke drunter. Richtig, deswegen braucht man hier prinzipiell den Bettumbau nicht unbedingt. Braucht man nicht. Hier können 2 Personen schlafen, einer links, einer rechts. Oder der Sohn, der größer geworden ist, oder die Tochter, die kann bis 2 Meter, kann sich die lang machen. Ich komme mal zu dir rein. Ja. Dann setzen wir uns mal gerade. Hier sieht man auch noch mal die Gurtböcke. Die sind auf der Seite. Die Rundsitzgruppe ist der Verkaufsschlager schlechthin. Egal welches Video ich mit Rundsitzgruppe mache, die Leute fressen die, weil es eigentlich der beste Grundriss ist. Du siehst das Fahrerhaus nicht. Ja, und man muss sagen, das Raumgefühl, was man in so einem Fahrzeug hat, kriegt man mit einem anderen Grundriss einfach nicht hin. Das ist einfach von dem, wie man sich im Fahrzeug bewegen kann, zu zweit, zu dritt. Es ist egal, man hat trotzdem genügend Platz, um aneinander vorbeizukommen, ohne sich zu berühren. Boah, habt ihr schön gemacht hier. Fernseher. Was ist das? Ist das 27 oder 24? 27,5. 27,5 Zoll. Die 32er schon zu euch durchgerungen. Gab es Kunden, die gesagt haben, wir wollen einen 40er? Nee, aber 32 tatsächlich haben wir schon öfter gemacht. Geht bei den größeren Fahrzeugen auf jeden Fall. Beim kleinen wird es schwierig vom Platz her. Wir testen einen neuen Laserbeamer. Der kommt mit 4 Lasern. Den stellst du einfach nur am Tisch, JBL-Soundsystem mit drin, steckst den rein, hast eine Leinwand runter und kannst tagsüber ohne Einbußen Fernsehen gucken. Wäre ich direkt dabei. Ja. Kriege ich demnächst, mache ich ein Video drüber, guckst du dir an. Wir testen, sogar draußen tagsüber geht. Perfekt, ja. Also interessant für uns. Ja, weil ich sag mal, das Coole wäre denn hier oben, da könnte man elektrisch hier eine kleine Leinwand integrieren, die fährt dann runter. Du stellst das Ding einfach nur auf den Tisch drauf und dann findet der automatisch die Leinwand, ruft die automatisch ein und es ist genial. Ist so leise, du Soundsystem eigentlich. Ich bin fast gestorben, als ich das Ding gesehen habe. Und ist so hell, dass du tagsüber, musst du nicht verdunkeln, kannst also ganz normal gucken. Ich bin ganz schön. Also für solche Sachen immer offene. Ich zeig mal, das ist die Küche. Und da habt ihr jetzt ein Dreiflammenkochfeld drin und da hast du natürlich mehr Platz. Das andere war Induktion, das andere war nur Gas. Hier haben wir Induktion und Gas. Tedford, kannst du nichts falsch machen? Kann man nichts falsch machen, aber auch hier wieder ist der Kunde wirklich frei wählbar in dem, was er an Kochmöglichkeit haben möchte. So, eine richtige Dunstabzugshaube, die geht nach draußen? Geht nach draußen, genau. Haben wir den Kamin nach draußen verlegt. Das Einzige, was eben passiert, man verliert ein bisschen an Stauraum tatsächlich, aber wenn man wirklich das Auto viel nutzt und kocht, dann macht das Sinn. Hier übrigens Max-Fan. Dein Max-Fan drin, genau. Mein Max-Fan. Nee, ist so leise, man hört ihn nicht. Ja. Das ist so, also das ist ein tolles Ding. Kann man also um strömenden Regen in Amerika, alle haben Max-Fan, alle. Du, also jetzt in Kanada, wo ich jetzt war, alle haben mindestens 1 oder 2 Max-Fans drin. Das ist schon richtig klasse. Das spart die Klimaanlage, es sei denn, ist es zu feucht. Genau, dann geht es über den Regensensor wieder zu. Für den Wintercamping in dem Fall nicht so unbedingt geeignet. Aber es nimmt jeder Kunde mit rein. Es macht Sinn, so ein Lüfter. Eine Unterflur-Klimaanlage, habt ihr sowas mal verbaut? Nee, haben wir nicht. Tatsächlich bei uns ist alles Dachklima. Oben auf dem Dach. So, ich zeig's mal. Das ist großer Kleiderschrank. Genau. Den hatten wir eben, glaube ich, nicht, den großen. Den großen nicht. Er ist drüben durch die Länge einfach ein bisschen schmaler geworden tatsächlich. Hier haben wir einen wirklich großen Kleiderschrank drin. Auch hier haben wir jetzt die Option, unten 4 Schubladen zu haben. Darf ich mal sehen? Eine Schublade? Klar. Drüben hatten wir nur 1 Schublade und nochmal Schließfach. Und hier eben die Schubladen. Ja, der neue Dometic AES 10, aber in Typ 3, glaube ich jetzt. Also der ist noch leiser geworden. Beziehungsweise der ist sowieso leise, aber der Kompressor ist leiser geworden. Aber der AES hat natürlich eine super Kühlleistung und ganz wenig Stromverbrauch. Und der Gasverbrauch, der hält sich auch in Grenzen. Also das ist hier, läuft da über 230 Volt. Ich guck mal gerade, das Highlight hier oben natürlich nochmal der Tech Tower mit Backofen. Und links, ja, das ist wirklich unglaublich. Ja, zusammen mit AlphaVan habt ihr das entwickelt. Das hier ist ein M-Bug-System, mit dem man vorne vom Führerhaus, vom Fahrerhaus her alles im Fahrzeug steuern kann. Richtig, komplett.
So, dann sag mal ein bisschen. Ich drücke mal auf Licht. Was ist zu sehen? Genau, also ich kann hier jeden Lichtkreis ansteuern, kann ihn sowohl an- und als ausschalten. Ich könnte eben hier jetzt alle Lichter ausschalten. Das Außenlicht könnte ich anschalten von der Markise. Das Dimmen, wie geht das? Dimmen kann man jetzt gerade mal runterscrollen ein bisschen. So? Seitlich. Genau, ja. Da. Genau. Wenn man jetzt hier gerade mal auf beispielsweise Alkoven geht oder Küche, ist eigentlich egal. Genau, und jetzt hat man rechts hier genau die Bedieneinheit, wo man das Ganze dimmen kann. Und das kann ich auch mit der App machen? Das kann man auch mit der App machen. Was wir hier vielleicht nochmal drin haben, wenn ich hier wirklich alle Lichter ausmache, beziehungsweise den Hauptschalter, die 12 Volt Versorgung abschalte, leuchtet mir das Eingangslicht tatsächlich dann nach beim Hauptschalter, dass wenn ich das Fahrzeug verlasse, ich trotzdem hier am Eingang einfach noch Licht habe. Ja, ihr habt so eine Übersicht mit so Widgets, wo ich sehen kann direkt. Genau. Das ist ja cool. Das heißt Frischwasser, Grauwasser, Schwarzwasser, Kühlschrank, Heizung, alles zentral über Mercedes-Benz. Alles zentral über Mercedes-Benz. Ja, da sieht man, dass ihr aus Baden-Württemberg kommt. Du fährst wahrscheinlich selber einen Mercedes oder was machst du? Tatsächlich ja. Wir fahren eigentlich V-Klasse und gehen mit denen tatsächlich immer zum Campen. Sehr cool. Das heißt, ja, ist ja im Ländle, ist das ja gesetzt, glaube ich, ja, was du dann hast. Die Küche, die gefällt mir total schön. Gut. Das ist das auch GFK, habt ihr selber gebaut? Genau, haben wir selber gemacht. Auch hier wieder aus einem Teil, einfach auch hier von der Reinigung her einfach ideal. Wir haben einen Spritzschutz, abwaschen, fertig. Ja, das Bad habe ich jetzt schon mal reingeguckt. Das wird euch gleich die Socken ausziehen, weil das ist, man glaubt gar nicht, dass es ein Meter mehr ist nur. Und das habt ihr so gut angelegt. Also jetzt fällt es mir echt schwer. Weil ich hätte eben noch gesagt, naja, wegen dem Allrad, dann nehme ich auf jeden Fall ein Allrad. Aber jetzt mit dem Heckantrieb, da würde ich ja fast sagen, guckt euch mal dieses begehbare Duschfeld an, bei dem du eine ebene Dusche hast, wo du einfach reinlaufen kannst, den ganzen Platz zum Anziehen nutzen kannst. Ja, also ist auch wieder hier einzigartig. Wir haben die Duschwanne versenkt im Boden, auch wieder GFK-Bauweise von uns. Da geht nichts schief. Boah, ist das gut gemacht. Das ist ja ganz klasse. Geh mal rein bitte in die Dusche. Jetzt kannst du dich umziehen. Unten ist GFK. Du hast einen flächigen Ablauf. Das ist ja High-End hier. Das gibt's ja so auch zu Hause nicht. Ja. Oder hast du das zu Hause? Nee, so in der Form tatsächlich nicht. Das Hause hat man auch eine Duschkabine, aber so in dem Stil tatsächlich nicht. Und ich kann das Badezimmer einmal komplett zumachen. Ja, komm, ich geh mal raus und mach mal zu. Jetzt wärst du drin. Und das ist die Klotür, wird zugemacht. Dann habe ich ein Raumbad. Nadine, mach mal zu und schrei mal laut. Krass, ich höre sie gar nicht. Mach nochmal auf. Das ist ja krass, die Entkopplung haben wir eben schon gemerkt. Da waren Kunden drin im Bad, die hast du fast gar nicht gehört. Ja, also das ist das einfach, was die Autos hier drin ausmacht von der Dämmung her. Wow, Teppich habt ihr oben dran gemacht. Das ist natürlich fürs Raumklima toll, nimmt die Feuchtigkeit auf. Und das durchgehend, außer natürlich im Badbereich. Und hier siehst du sehr, sehr schön, also das da ist ja toll. Wie kriegt man den raus? In der Mitte über den Knopf tatsächlich. Die ist dadurch arretiert. Kann ich den Boden rausnehmen und die Duschwanne wirklich einmal durchputzen. Alle fahren noch, sagst du. Es kann ja immer mal passieren, man hat einen schweren Verkehrsunfall. Das war's dann mit dem Wohnmobil, aber die Kunden hatten Glück. Die hatten Glück. Wir hatten ein Fahrzeug, das wirklich einen schweren Verkehrsunfall hatte. Das war ein behindertengerechtes Fahrzeug und das war denen ja ein und alles. Und wir haben tatsächlich damals eine Firma gefunden, die denen ein neues Chassis drunter gebaut hat, weil die Kabine in Schuss war. Gut, das ist oft so. Also der Vorteil ist natürlich bei solchen hart verklebten Kabinen, sollte es mal zu einem Verkehrsunfall, einen Auffahrunfall von hinten kommen. Ja. Du kennst das ja, die schlimmen Fotos auf der Autobahn, teilintegrierte Wohnmobile komplett zerlegt. Die hier können sogar überrollen. Das ist tatsächlich so. Dann ist die Kabine zwar wahrscheinlich kaputt, wenn sie einen Überschlag kriegt, aber sie wird nicht auseinanderfliegen. Nee, wird sie nicht. Tatsächlich nicht. Und man kennt es ein bisschen aus den Videos ja, wenn so ein Aufbau mal komplett auseinandergerissen wird, das wird hier nicht passieren. So, dass die sind dann zerlegt auf 100 Meter in 1000 Einzelteile, so fast wie ein Flugzeugabsturz. Und das passiert hier nicht. Also da könnte theoretisch einer hinten drauf fahren. Dann bist du ja eh nochmal über allen Dingen hier drüber. Richtig. Und das GFK, wenn sich das verformt, nimmt ja unglaublich viel Energie auf. Ja. Richtig, ja. Also ich bin echt begeistert. Du merkst diese formschlüssige Verklebung, die schafft ja diese Steifigkeit, diese unglaubliche Unzerstörbarkeit, oder? Ja,
Also das ist auch, glaube ich, das, was die Kunden tatsächlich anspricht und das auch ausmacht, bei uns im Betrieb vorbeizukommen und sich das mal anzuschauen, wie das bei uns so abläuft. Ja, mach mal zu die Tür. Ich gehe jetzt mal hier rein. Boah, das mit der Dusche, mit der begehbaren Dusche, das ist so genial. Wir haben Platz, oder, hier drin? Habt ihr schon lange? Lange schon, das Konzept? Ja. Tatsächlich, also das haben wir jetzt mit Sicherheit schon 8-9 Jahre haben wir das jetzt. Warum war ich noch nie bei euch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Fehler, ja, vielleicht war es. Und das ist euer Schätzchen, da ist der Hamster, oder? Genau, hier haben wir jetzt eben einmal das Streu, was man eben dafür verwendet. Ist das so eine Müsli-Box oder was ist das? Genau, das ist eine Müsli-Box, nicht verwechseln. Krass, da ist Streu drin, das zeigen wir gleich mal. Da ist ein Fensterchen mit drin, das ist ganz gut. Langt das zum Durchlüften? Ach, ihr habt einen Sog drin, ja? Ja, genau, wir haben einen Sog drin. Sag mal, der Sog, den können wir ja fast laufen lassen, da hast du immer Frischluft im Auto. Ja, prinzipiell schon. Wir lassen den auch hier tatsächlich als Dauerlüfter immer in der Trenntoilette laufen, also der wird nicht abgeschalten. Hast immer Sauerstoff drin, also ja. Der zieht ja automatisch immer ein bisschen ab, dadurch ist das Raumklima immer trocken. Also es ist ein kleiner PC-Lüfter, glaube ich, der das macht. Ja. Mach mal auf, bitte. Den Deckel habt ihr nicht selber gebaut, oder? Nee, den Deckel haben wir nicht selber gebaut. Der kommt aus. Das ist die Trenntoilette. Drunter versteckt sich ein 20 Liter Urintank. 30? 30 Liter. Ist der größer hier? Nee. War drüben auch 30? War drüben auch 30. Wie lange hält das denn? Wenn man, hängt davon ab, wie viel man... Hängt davon ab, wie viel man trinkt und wie oft man auf die Toilette muss. Prinzipiell von der Kundenerfahrung jetzt haben wir zwischen 3 und 5 Tage. Was ich total krass finde, ist, dass die Kabinen ganz alleine stehen. Der Möbelbau ist nicht notwendig. Und das siehst du auch, dass ihr ein Klavierband für die Tür eingezogen habt. Das können nämlich die anderen nicht. Da brauchst du immer einstellbare Türen, weil die sich verziehen. Und das GFK verzieht sich überhaupt nicht. Und deswegen könnt ihr hier solche Gimmicks machen, wie ein Klavierband einziehen. Ja. Das ist, habe ich das schön gesagt? Das ist wirklich schön gesagt. Und das hebt es vielleicht auch nochmal hervor, das Ganze. Ja, das ist so steif, die Kabine, dass die Spaltmaße selbst mit Klavierband zuverlässig über die Jahre bleiben werden. Genau, richtig. Also ich kann ja einen anfangen als Verkäufer. Das ist wirklich so, also gern ab morgen hier. So, dann noch ein Schränkchen. Genau, haben wir jetzt hier. Das hatten wir drüben im Fahrzeug nicht. Den Schrank, der kommt tatsächlich noch dazu. Das ist echt gut. Und da unten Unterwäsche. Genau. Kannst du alles reinfahren von Strümpfen, Unterhosen. Was du alles so brauchst. Oder egal, was er reinmacht. Schuhe werden auch gehen. Alles. Alles. So, und dann hier? Hier haben wir nochmal Stauraumfach, gerade für Handtücher. Nochmal? Okay. Genau. Kannst du auch hier mit diesen IKEA-Boxen schön arbeiten. Genau. Mache ich immer. Und das ist euer Vorhang, eure Tür. Kannst du die jetzt öffnen? Die kann ich öffnen. Ich tue sie gerade einmal entriegeln. Ah, es ist hier... Ach, das war die Entriegelung. Genau. Das war die Verriegelung. Ja, das zeig war mal. Die Verriegelung. Wir haben den Bolzen also eigentlich relativ simpel gemacht, das Ganze. Wir haben oben zum Entsperren vom Rollladen tatsächlich einen Bolzen, den wir reinstecken und dann kriegt man den Rollladen nicht mehr hoch. Krass, das heißt, wenn ich weiß, an welcher Stelle ich bohren muss. Genau. Gut. Deswegen, aber ich glaube, das kriegt man nicht hin. Nee, das sind zu wenige Wochen. Und das wäre ja Zufall, wenn der Dieb gerade das Video guckt. Ja. Genau. So, und dann bist du hier im Cockpit, kann der Kunde wählen und ja, ihr bestellt ja meist, war wahrscheinlich immer volle Hütte, das große M-Book-System. Genau, ist Serie. Serie, dann Abstandstempomat, geht das? Ja. Geht. Genau. Distronic ist der Kunde frei von der Gestaltung, von der Konfiguration von Mercedes, egal ob Tempomat, Distronic, das machen wir gemeinsam. Sag mal, die Schiebetür drüben war nicht drin, oder? Nein, die war drüben nicht drin. Die ist hier drin, die finde ich natürlich genial. Weil dann kannst du nämlich das Raumbad offen lassen, kannst hier aufs Klo gehen, Schiebetür zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn du beide Türen schließt, ist nochmal entkoppelt da, oder? Genau, weil dann kriegt man wirklich hier vom Badezimmer gar nichts mit. Gerade wenn der eine noch morgens im Bett liegen bleiben will und der andere einfach Kaffee oder sich im Badezimmer richten möchte. Die Leute kaufen den Allrad, den kleinen mit Allrad? Ja, mittlerweile, tatsächlich hat es zugenommen, würde ich sagen, ist mehr wie ein Drittel geworden. Mehr wie ein Drittel nur? Ja. Okay. So, dann häng mal bitte die... Ja, darfst gerne wieder zumachen hier. Ich will noch einmal zuschauen, wie schön das läuft. Tut's. Was genial ist, dass es schwarz ist, dann siehst du es von innen nicht. Ja. Das ist echt gut gemacht. Mach mal drauf nochmal. So, ich halte mal weit weg. Das ist da mit dem Bolzen, der bleibt ja normal immer offen. Genau, der bleibt offen. Der kommt ja normalerweise nicht so rein. Gibt's auch kein Schloss, was du aufweichen kannst. Ja, das ist cool. So, dann eine Kita-Treppe. Von der Breite her ist ja vielen Leuten ganz wichtig, dass du barfuß auch eben auch hochlaufen kannst. Genau, also das ist auch das. Wir haben jetzt hier eine vierstufige Leiter tatsächlich drin. Geht jetzt hier beim Großen, man sieht sich auch flacher einfach angelegt. Geh mal hoch. Mal zeigen, 1,70 Meter, gell? 1,70 Meter. Du bist Erzieherin. Ja.
Und bist aber jetzt seit 5 Jahren im Betrieb, machst es wirklich gut, hast auf alles eine Antwort, das finde ich so genial. Dachklima wird schon mal gefragt bei euch? Ja, klar. Also das ist eigentlich was, was auch gang und gäbe tatsächlich ist, aber halt eben nur mit Landstrom bedienbar. Gut. Was habt ihr an Batterien meistens drin? Was baut ihr gerne ein? Ja, Lithium-Batterien. Eigentlich würde ich behaupten, tatsächlich die 200er Ampere ist das was. Wenn ich mehr haben will, kein Problem. Kein Problem. 600, 800 kann ich haben. Genau. Solar? Prinzipiell kann ich es immer aufstocken auf das, was ich möchte. Wir haben immer das Zweierpaket, also entweder das 1er, 2er oder dann die ganz große Batterie mit 560. Solar genau das gleiche, aber das ist in Kundenabsprache tatsächlich, wo die Reise hingehen soll. So, mach mal hoch, Folie. Können wir mal zeigen, wo das Ganze geht. Dann ist hier die Trenntür, die ist gerade verriegelt. Auch da habe ich ein Magnet, oder wie läuft das? Hier von der Verriegelung her? Ja, hier unten, das Teil. Genau, nee, das ist das, mit der Türe eben rausfahren kann. Alles klar, verstehe. Damit du die überhaupt rauskriegst, damit du die Fingernägel nicht ruinierst. Genau, richtig. Okay, verstanden. So, ich drehe mich mal gerade, gehe mal jetzt ins Klo rein und film mal nochmal hier auf dem Waschplatz. Dass ihr da, ey, das ist ja irre, wie groß das ist. Ja, ein toller Grundriss. Ich denke, den habe ich auch so in der Form auf der Messe noch nie gesehen. Also kein Kollege kopiert das, weil das irre Aufwand ist. Ich glaube, die Dusche allein einzubauen. Ne? Ich glaube, das kriegt so erstmal keiner hin, oder ich hoffe es zumindest. Ja, du weißt ja, viele gucken ja, aber das ist für die Serie echt ein Problem. Weil du bist ja bei normalen Wohnmobilen, die nicht diese Steifigkeit haben, kannst du zum Beispiel diese Echtglastüren gar nicht einbauen. Ja. Geht gar nicht, weil die musst du einstellen können. Das ist alles sehr kompliziert. Aber durch die steife Kabine hast du natürlich Dach begehbar, ist klar. Ja. Solar, was macht ihr meistens für Platten drauf? Was sind das für Typen? Von Solara tatsächlich, aus dem Yachtbau kommen die, sind da einfach top. Von die gehen auch nicht kaputt durch die Hitze? Gar nicht, auch da wieder Monokristall. Sind die praktisch hinterlüftet von unten oder sind die direkt draufgeklebt? Nein, die sind nicht draufgeklebt tatsächlich, sondern die sind mit Spoilern befestigt. Cool. Jo, wir sind durch. Jetzt werden wir deinen Schwager besuchen. Ja, was? Genau. Ah, das ist ja geil! Mit dem Verlierer! Das ist ja wie im Schwimmbad. Jawohl, das ist wirklich wie im Schwimmbad. Das ist auch ein guter Föhn. Und das ist so cool. Du musst da kein Kabel rausziehen, du hast alles, ja. Ja, genau. Das sind so Kleinigkeiten, die es ausmachen. Der Handtuchheizkörper mit drin. Aber die Leute, die feiern euch doch hier, oder? Auf jeden Fall. Ja, es ist so ein Aha-Effekt immer, wenn es mal ins Fahrzeug geht. Aber ihr seid so außen ein bisschen bieder, muss man schon sagen. Wenn du jetzt hier so vorbeigehst, dann ist das für diese Design-Fans, die bleiben vielleicht nicht so stehen, weil ihr habt jetzt keine Sport-Leichtmetallflächen drauf, keine Rennsportstreifen. Aber unsere Kunden, also es ist tatsächlich so, die wollen am liebsten, dass gar nichts auf dem Auto drauf ist. Dass es so dezent wie möglich ist, dass man gar nicht weiß, wo man eigentlich ist. Ich habe meinen Alkoven, ich habe ja einen Allrad-Alkoven, darf ich sagen, von Concorde. Und, und da ist kein Aufkleber drauf. Da ist nur vorne der Concorde-Diamant. Und das Schlimme war, ich dachte am Anfang, ja ganz gut, da spricht sich keiner an. Und jetzt wollen alle wissen, was das für ein Auto ist, weil es nicht draufsteht. Ja, eben. Aber ja, so ist tatsächlich individuell, was der Kunde macht. Und schlussendlich könnte er ja hier wirklich noch mal ein bisschen was aufmotzen. Andere Fahrgestelle habt ihr mal überlegt oder bleibt ihr bei Mercedes? Wir bleiben bei Mercedes. Schöne Aussage. Wir zeigen noch gerade die Tür, denn sie haben, oh ja, es geht nach oben weg. Ich zeig mal gerade, was du gemacht hast. Warum kam ich nicht raus? Weil hier habt ihr den Saugnapf gemacht, das ist ja geil. Bitte, liebe Leute, kopiert das bitte alle. Macht es jetzt nur noch am Caravan-Salon so. Zeig mal, was ihr gemacht habt. Saugnapf und eine Schranke. Cool. Nadine, die Tür mal feste zuhauen, dann zeig mal, was es ist. Es ist eine GFK-Tür, die ihr nicht selbst gebaut habt, sondern von Rhein Composite. Die kennt man von Morello, Concorde und vielen anderen. Das ist die beste Tür, glaube ich, die man kaufen kann für Geld. Ich glaube auch, ja. Ja, das ist die schmale jetzt. Gibt es die breiter? Die gibt es breiter, aber nicht für uns. Du bist so pragmatisch. Wenn ich einen Kompressor haben möchte, wird das gehen? Das wird gehen, ja. Weil dann hätte ich hier die zwei Klappen nicht. Das ist so die einzige Einschränkung. Ja, die obere könnte man ja noch durch den Dachkamin machen, aber richtig. Das ist okay. Aber so wie ich dich kenne, wenn ich dann frage, nee, geht nicht, aber geht, würde gehen. Das Kompressor geht. Das geht. So, wenn ich einen haben möchte, aus welchem Ort kommt ihr denn? Aus Markdorf vom Schöne Bodensee. Gut. Postleitzahl? 88677. Gibt es da mehrere, Markdorf? Nee, ich glaube nicht. Glaub's nicht. So, und da ist es. Es heißt Mujaro 2 570 ABG. Guck mal gerade, 839, Höhe 325. Radstand ganz wichtig, 4,82 Meter, also sehr handlich, immer noch. Ja.
Es geht. Der Wendekreis ist natürlich ein bisschen größer wie hier. Und das ist das Schwestermodell, den 470er, den haben wir eben schon gefilmt. Und da sind wir ein bisschen mehr auf das Thema nochmal außen eingegangen, Klappen und so weiter. Das Ganze mit einer Alderheizung. Aber mich hast du überzeugt. Und jetzt, ihr baut nicht nur teilintegrierte oder Alkoven, ihr baut auch vollintegrierte? Nee. Nein, vollintegrierte nicht. Wir bauen jetzt einen Kastenwagen und stellen den eben jetzt hier auf dem Caravan-Salon auf dem Mercedes-Stand in Halle 16 vor. Ein Kastenwagen? Ein Kastenwagen. Sehr schön. Warte, ich zeig's noch einmal ganz kurz, dass wir das sehen. Hier sind wir. Dankeschön. Das ist er von außen. Jetzt können wir ihn endlich mal frei zeigen. Tschüss, Nadine. Ciao.